Ich weiß, dass du mich hören kannst. Du bist der Führer dieses nutzlosen Schakaltrupps. Bring das in Ordnung! Ja, ja, verstanden. Du hast meinen Trupp zerstört. Ich werde dir zeigen, warum ich der ultimative Söldner bin. Nimm das! Was? Erbärmlich. Ich will deine armselige Fratze nie wiedersehen. Ich zittere. Ich habe Angst. Armselig. Ich. Er nennt mich schwach. Nein, ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Aua! An diesem Tag gab ich meine unansehnliche Visage auf. Ich habe mein altes Selbst aufgegeben. Mein schwaches Selbst. Um stärker zu werden. Und dann, endlich, wurde mir die Macht zuteil. Die Macht, alle meinem Willen zu beugen. Ich wurde neu geboren. Nur dank dir bin ich zu dem geworden, der ich bin, und du erinnerst dich nicht einmal. Aber so ist es wohl. Das bedeutet nur, dass das alte Ich zu schwach war, um dir in Erinnerung zu bleiben. Und jetzt bist du nicht mehr als ein Insekt, das ich einfach so zerquetschen werde. Dank meiner unendlichen Macht bin ich jetzt nicht mehr aufzuhalten. Nimm das! Oh. Wo? Ich bin wieder hier. Nein. Ist das eine Illusion? Das hier ist die Realität, Shadow. Deine Realität. Ich hatte nicht erwartet, dass du es überlebst, aber es war eine wirklich beeindruckende Darstellung, nicht? Diese Macht! Und noch ohne jeden Feinschliff! Sie ist ohnegleichen! Wie erwartet! Nicht einmal Sonic wird mir jetzt widerstehen können! Sonic, was hast du vor? Was ist das denn? Halt! Wo willst du hin, Infinite? Shadow? Endlich ist die Verbindung wieder da. Was treibst du denn? Rouge! Ach, vergiss es. Sieh zu, dass du da rauskommst. Um dich herum geht alles in die Luft. Die Einrichtung stürzt gleich ein. Ja, tritt den Rückzug an. Was hat das alles zu bedeuten? Rouge, ist das die Wahrheit? Warum sollte ich lügen? Dr. Eggman hat Sonic im Visier und hat einen massiven Angriff gestartet. Ich meine, klar, netter Versuch, aber nicht der Beachtung wert. Wir sind im Vorteil. Sonic ist auch da. Also glaube ich nicht, dass du dorthin gehen musst. Nicht einmal Sonic.
wird mir jetzt standhalten können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dr. Eggman so etwas tut ohne... Shadow, das ist nicht gut. Schnell, sieh dir das an. Was ist los, Rouge? Was ist passiert?